Roulette Kessel Gucken 2.8.2019 Tagesgewinn 3000 Euro Bremen und Wacken Autor D. Seltsam McKenzie YouTube. Heute ist Freitag, der 2. August 2019 und wir sind heute in Bremen. Nachdem wir in den letzten beiden Tagen ja in Süddeutschland, in Baden-Baden und in Stuttgart nicht sonderlich erfolgreich waren, haben wir uns entschlossen, heute mal wieder in den Norden zu gehen, zumal weil unser Spieler sich Karten für das Rauchfestival in Wacken besorgt hat. Aber er will dort gleich standesgemäß antreten, hat sich in Stuttgart eine Harley Davidson gekauft, gebraucht natürlich, um standesgemäß in Wacken anzutreten. Ich fahre heute Nacht selbst mit dem Auto nach Norddeutschland, da ich ebenfalls einen Grund habe, nach Wacken zu gehen. Dort spielt nämlich morgen eine australische Rockband aus Melbourne, für die ich sogar einen Song geschrieben habe. Das ist ebenso wie Australier reisen den Events auch schon mal nach. Das habe ich ja auch 2010 gemacht, zu Fußballweltmeisterschaft in Südafrika, weil die Chance bestand, dass Australien Fußballweltmeister werden könnte. Leider war es dann so, dass wir am 13. Juni 2010 in unserem Falleröffnungsspiel gegen Deutschland eine 0:4 Niederlage kassiert haben. Damals ist ja auch der große weltbekannte Kessel, Gucke Thomas Westerburg mitgeflogen, der dann auch in Südafrika hat die Puppen tanzen lassen, nachdem auch die Deutschen nicht Weltmeister geworden sind. Aber ich werde wahrscheinlich auf meine Hinfahrt nach Wacken einen Stopp einlegen. Ich habe nämlich heute in dem Radiosender Rockantenne gehört, da gibt's in Unterfranken einen Bäckerladen Axel Schmidt, der packt ganz besondere Brote, sogenannte Wackenbrote, die er vorher stundenlang mit Heavy-Metal-Musik besudelt und deshalb schwenken seine Brote auch so gut. Also sollten Sie morgen in Wacken selber sein und da kommen Ihnen zwei Oldies, der eine aus der DDR und der andere aus Australien, entgegen. Der eine aus der DDR hat einen Roulette-Kessel unter dem Arm und der andere ein paar Brote aus Unterfranken. Dann wissen Sie, das sind wir beide. Unser Spieler ist bereits mit seiner neuen, wenn auch gebrauchten, Harley Davidson unterwegs nach Wacken und jetzt werden Sie fragen, wieso kann der sich einen Ferrari für 400.000 Euro und jetzt auch noch eine Harley Davidson leisten? Ich kann's Ihnen sagen. Ich habe ihr heute die Sportwettenergebnisse bzw. die Prognoseergebnisse über Fußballwetten im Monat Juli 2019 per Video eingestellt und unser Spieler hat natürlich auf eigene Rechnung alles mitgewettet und allein Juli sind bei den Wetterprognosen bzw. bei den Wetten allein über 500.000 Euro Nettogewinn herausgekommen. Unser Spieler stammt ja aus der DDR und ist da nach der Wende aus Gründen der Altersarmut in den goldenen Westen gezogen und jetzt wird er in den nächsten Tagen in Leipzig mit seinem Ferrari und seinem Motorrad Harley Davidson den neuen Ostplayboy spielen. Ich habe sowas schon mal erlebt, Ende der 1970er Jahre, der bekannte Kessel Gucken Sachse Carlo aus Dresden, obwohl er Interessen bei der Stasi war, hat damals in Dresden auch den dicken Otto gespielt. Ich hatte damals einen Ferrari Daytona und der Carlo hat sich einen nagelneuen BMW 3 CSI gekauft und das wurde dann in Dresden vorgeführt. Bei dem Kessel Gucken Sachse Carlo war es natürlich ein bisschen anders. Der kannte in Dresden Gott und die Welt und keiner konnte so richtig verstehen, dass ein ehemaliger Stasi-Angehöriger im Goldenen Westen so erfolgreich sein kann und dann auch noch in die DDR zu Besuchsreisen zugelassen wird. Das war natürlich etwas anders. Wir hatten gar keine Erlaubnis, in Dresden zu sein. Wir sind auf der Transitstrecke von Berlin nach München einfach innerhalb der DDR auf der Autobahn nach Dresden abgefahren und waren quasi illegal in der DDR. Auf der Rückfahrt von Dresden nach Berlin wollte unbedingt ein dortiger DDR-Bürger aus Dresden, der heute Politiker in Sachsen ist, mal mit einem Ferrari mitfahren und er saß bei mir im Wagen und auf der Strecke von Dresden zum Scheutketzerkreuz bei Leipzig hatte ich auf den hoppeligen DDR-Autobahn fast 300 Sachen drauf und da rennt mir ein Reh genau in den Wagen hinein und bei dem Unfall ist der DDR-Bürger verletzt worden, konnte aber nicht behandelt werden, weil DDR-Bürger nicht in Westautos sitzen durften, deshalb hat er sich mit starken Blutungen über die Felder davon gemacht, um nicht von der Volkspolizei gestellt zu werden.
Ich hatte ja nur an meinem Ferrari ein australisches Kennzeichen und kann mich über die DDR-Polizei eigentlich nicht beklagen. Gegenüber Ausländern haben die sich immer sehr korrekt verhalten und dass der DDR-Bürger sich blutend in den Wald geschlagen hat. Davon wussten die nichts. Natürlich haben sie gefragt, was ich als Transitreisende auf der Strecke Leipzig-Dresden auf der Autobahn zu suchen gehabt habe, aber das konnte man eben damit erklären, dass man sich verfahren hat. So, jetzt ist es bereits 15.30 Uhr, unser Spieler hat sich gemeldet und steht jetzt am Tisch in Bremen, weil wir auf unsere Konstellation warten und dann loslegen wollen, so wie ich es mit der Quantenmechanik und der Stringtheorie vorausberechnet habe. Das könnte natürlich noch etwas dauern, wir haben hier im YouTube-Livestream derzeit 18 Zuschauer und ich schalte das Mikro jetzt erstmal ab und melde mich dann wieder, etwa in 30 bis 45 Minuten. Es ging doch schneller als erwartet, unsere Konstellation, das Warten auf den ersten Handwechsel dauerte etwas, ist aber jetzt da. Ich melde mich etwa in 20 Minuten wieder, dann haben wir wie ausgerechnet gesetzt und kennen unser Resultat. Jetzt ist es 15.45 Uhr und das Spiel ist gelaufen. Ich sagte es bereits, wir sind in Bremen am Tisch Nummer 203 und hatten vor, nach dem ersten Handwechsel fünfmal hintereinander auf Schwarz zu setzen. Es hat leider nicht ganz geklappt, das Ergebnis. Es fiel die 29, wir haben gewonnen, es fiel die 26, wir haben gewonnen, es fiel nochmals die 26, wir haben gewonnen, dann fiel die 19 rot, wir haben verloren, dann fiel die 22, wir haben gewonnen. Wir haben mit 1000 Euro Stücken auf einfache Chancen gesetzt, viermal gewonnen, einmal verloren macht letztlich ein Nettogewinn von 3000 Euro. Ich schalte den YouTube-Livestream jetzt ab.